Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die chinesischen Autohersteller, die geben hier in Europa Gas und dementsprechend sitze ich jetzt hier auch wieder in einem Chinesen, nämlich im BYD Atto 3. BYD, habt ihr vielleicht noch nie was von gehört, ist aber einer der größten Autohersteller in China und auch einer der größten Akkuhersteller der Welt. Also man müsste meinen, Elektroautos, das können sie irgendwie. Und ja, auch in China verkaufen sie sehr, sehr viele davon. Und jetzt sind sie halt auch in Europa präsent mit drei Modellen. Der Atto 3 ist sozusagen das Crossover-SUV-Modell davon. Und dieses Auto hier hat ein paar sehr, sehr interessante Features. Zum Beispiel hat es einen 60 Kilowattstunden großen Akku, also nutzbare Kapazität, soll 450 Kilometer Reichweite haben nach WLTP. Und auch sonst softwaretechnisch, ausstattungstechnisch, ja, das ist ein sehr interessanter Wagen und den schauen wir uns heute mal an und gucken, was sind seine Stärken und wo sind seine Schwächen. Hat er möglicherweise gar keine? Das werden wir feststellen heute. Ich fahre den Wagen hier auf meiner Reichweitenstrecke, Bremen-Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer bei Tempo 130. Da stellen wir mal fest, wie ist seine Effizienz. Dann machen wir natürlich wieder einen Ladetest am Schnelllader und gucken uns die Software an. Was kann dieser Wagen? Macht er zum Beispiel dem MG4 jetzt direkte Konkurrenz? Ist er eventuell sogar viel besser als der MG4? Was sagt VW dazu? Muss VW jetzt Angst haben mit den ID-Modellen, ID4 und so weiter? Da ist er ja im Prinzip in der gleichen Liga hier, auch wenn der Akku ein bisschen kleiner ist. Das alles schauen wir uns heute an. Wird ein sehr spannender Test, also unbedingt dranbleiben. Ja, Leute, wenn man in diesen BYD Atto 3 einsteigt, dann merkt man doch, dass BYD sich hier echt Mühe gegeben hat, den Innenraum attraktiv zu gestalten. Es ist natürlich hier alles Plastik, muss man einfach mal zugeben, aber es ist gut gemacht. Hier sieht es im Prinzip aus, so diese cremefarbenen Sachen, als wäre das irgendwie so ein Stoff, der hier so Falten wirft. Hier auch, als wäre hier eine Decke drüber geworfen, so organische Wölbungen. Alles Kunststoff, aber alles weich unterschäumt, nichts Hartplastik. Und diese Metallapplikationen sind natürlich auch kein Metall, sondern Kunststoff. Auch alles, was hier so chrom glänzt, ist alles Kunststoff. Auch der Türgriff ist Kunststoff. Aber es wirkt tatsächlich doch recht hochwertig. Und auch diese Lautsprecher hier mit dem Türöffner, also man zieht ihn so rüber und dann kann man die Tür öffnen. Hier ist auch noch Licht, also Ambient Light. Überhaupt ist hier überall Ambient Light versteckt. Im Dunkeln sieht das richtig geil aus. Das ist schon eine andere Liga als zum Beispiel, ja, man muss es sagen, der MG4 sieht da doch relativ nüchtern aus dagegen und auch die deutschen Modelle sehen da doch ein wenig fantasielos dagegen aus. Also hier haben sie wirklich ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und es ist wirklich interessant und es macht wirklich Spaß, hier hinzugucken. Auch diese Lüftung, die so aussieht wie so ein kleines CD-Regal, das hat schon was. Auch die Mittelkonsole mit den roten Ziernähten, hier dieser Griff, das ist quasi der Gangwallhebel. Also die Sitze, so ein bisschen grau-weiß mit roten Ziernähten und dieses Taubenblau. Es ist alles Kunstleder, aber sehr angenehm, auch vom Seitenhalt sehr angenehm. Ja, ich muss sagen, vom Innenraum her habe ich am Atto 3 ganz, ganz wenig zu kritisieren. Das haben sie richtig geil hinbekommen. Ja, und bei den Chinesen ist ja oft die Devise besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. So erinnert hier im Innenraum auch von außen einiges an ganz viele verschiedene Automarken. Also natürlich das gesamte Display mit der Oberfläche, das erinnert sehr, sehr stark an Tesla. Und auch dieses Tacho-Display, allein schon diese Form, ich meine, kommt euch das von den IDs eventuell bekannt vor? Da haben sie die Form mehr oder weniger kopiert, auch dass das hier so am Lenkstock ist. Das heißt, wenn man das hier hoch und runter macht, das bewegt sich einfach mit. Alles
kennt man aus der ID-Familie. Aber das Display hier leider, das ist, ich würde mal sagen, 6 Zoll, 5 Zoll. Es ist total winzig. Und wir haben hier sehr breite Rahmen. Also das hätten sie wirklich größer machen können. Und vor allem die Schrift hier auf diesem Display, abgesehen jetzt von der Geschwindigkeitsanzeige, die Kilometeranzeige kann ich auch gerade noch lesen, aber alles andere, was auf diesem Display steht, kann ich hier ohne Lesebrille, ja, jetzt kann ich es lesen, aber jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Es ist richtig schade. Also dieses Display ist für mich fast nutzlos, weil ich hier ohne Brille so gut wie nichts erkenne. Ganz anders hingegen das 15 Zoll Display hier. Richtig groß, auch wunderbar schön dünne Rahmen, ganz dünn gemacht. Und der Clou, ja, man kann es drehen. Ich meine, hallo, welcher Hersteller hat sowas denn? Das ist ja richtig genial. Nicht, dass ich diese Position jetzt irgendwie geiler finden würde. Ehrlich gesagt mag ich das so gar nicht. Wobei bei meinem Model S ist es natürlich auch so, aber da ist es irgendwie noch was anderes. Da ist das ein bisschen weiter hier eingebaut. Und nicht nur das, ich kann es auch splitten. Dann habe ich hier quasi hier oben mein Navi und hier unten noch so ein paar Apps. Zum Beispiel könnte ich mir hier Spotify einblenden. Ja, kommt euch diese Oberfläche bekannt vor? Es sieht im Prinzip genauso aus wie bei meinem Tesla. Ja, ist das nicht cool? Und die Geschwindigkeit von dem Ding, also das ist im Prinzip nahezu Echtzeit. Also da kann man wirklich nicht meckern. Wenn ich jetzt hier mal wische, also da ist überhaupt null Verzögerung. Das geht alles instant. Also halten wir schon mal fest, Innenraumdesign sehr cool gemacht. Software super responsive. Technik irgendwie nerdisch, macht wirklich Spaß zu benutzen. Ja, das ist aber nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn wir uns da mal genauer mit beschäftigen, dann haben wir hier doch einige Probleme. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern noch ein Software-Update installiert. Wir kamen von Version 1.0, jetzt bin ich bei 1.1. Ich hatte aber null Verbesserungen jetzt gesehen. Also es hat sich für mich hier nichts geändert. Es ist nach wie vor sehr, sehr responsive. Das ist wunderbar. Aber ich vermisse hier einfach einige Funktionen. So habe ich hier zwar im kleinen Tacho-Display eine Trip-Anzeige. Trip A steht da. Ich habe es aber bis jetzt nicht rausgefunden, A, wie ich den Trip A überhaupt zurücksetzen kann. Ob er das vielleicht automatisch tut, wenn ich starte. Aber er steht hier bei 182 Kilometer. So lange bin ich mit dem Auto noch nicht gefahren. Irgendwo muss man ihn zurücksetzen können. Ich habe es aber nicht rausgefunden, wo. Es gibt auch keine wirkliche gute Verbrauchsanzeige. Es gibt hier eine Durchschnittsanzeige. Total Average, das heißt, seitdem der Wagen wohl fährt, die steht übrigens bei 23,6 Kilowattstunden und der Wagen hat irgendwie gerade mal so 3000 Kilometer gelaufen. Aber zum Beispiel den aktuellen Verbrauch meines Trips, ja, Fehlanzeige. Ich habe hier zwar in der Software irgendwo unter Energy Consumption, da steht nochmal die 23,6 Kilowattstunden. Reset dieser Zahl unmöglich, man kann es nicht resetten. Ich kann die Fahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit resetten, aber nicht irgendwelche Trips. Es gibt einen Consumption Graph, da sehe ich im Prinzip eine Kurve, die steht jetzt gerade hier bei 5,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ist natürlich ein Witz, kann nicht stimmen. Habe ich aber vor 20 Kilometer, glaube ich, zurückgesetzt. Also es müsste jetzt eher so bei 2022 stehen. Ja, dann das ganze Thema Reichweitenanzeige, Prozentanzeige. Ich habe jetzt 90% im Akku laut Anzeige und 381 Kilometer Reichweite. Wenn der Akku voll ist, steht er bei 420 oder 450 Kilometer. Das ist im Prinzip die WLTP-Reichweite und es ist immer die gleiche Reichweite. Es wird also nie umberechnet, egal wie ich fahre. Das heißt, diese Reichweitenanzeige ist für ein Popo. Ja, der Atto 3 hat einen sehr großen Kofferraum von immerhin 440 Liter. Und wenn man die Rückbank umklappt, hat man sogar 1338. Das ist richtig cool. Und vor allem hat er hier so einen ebenen Ladeboden. Und darunter nochmal, würde ich sagen, 15 cm Stauraum, also da passen so Ladekabel, Gedöns oder Taschen noch rein. Das ist richtig gut. Und natürlich wisst ihr, dass bei meinen Tests ein Hundetest fällig ist. Und deswegen muss Myla mal gucken, ob sie hier reinpasst. Das sieht aber doch relativ gut aus. Myla, guck mal rein. Ja, das sieht noch einigermaßen großzügig aus. Dann machen wir mal die Klappe zu. Achtung, Myla, Kopf weg. Ja, das sieht richtig großzügig aus. Sie hat jede Menge Kopffreiheit und auch der Platz ist richtig gut. Jetzt gucken wir uns das mal von innen an. Na, Myla, wie sieht's aus? Ja, das sieht ja sehr großzügig aus. Kannst du dich auch drehen? Mach mal Platz, Myla. Ja, der Platz ist richtig gut.
Hier kann so ein großer Hund auch richtige lange Strecken verbringen. Na, Meiler, ist das bequem? Ja, das sieht gut aus, ne? So, jetzt darfst du wieder raus. Komm. Ach, übrigens, wenn ihr euch jetzt für ein Elektroauto interessiert, es aber nicht gleich kaufen wollt, dann wäre doch InstaDrive vielleicht was für euch. Schaut da doch mal rein. InstaDrive bietet E-Autos im Abo an. Das heißt, für eine feste monatliche Rate über eine bestimmte Laufzeit, die ihr selber festlegen könnt, abonniert ihr dort ein Auto und alles ist im Preis inbegriffen. Wartung, Winterreifen, Verschleiß, Versicherung, Anlieferung etc. pp. Und wenn ihr über meinen Empfehlungslink, den ich euch hier unten einblende, bei InstaDrive ein Auto abonniert, bekommt ihr sogar noch 5000 Freikilometer dazu. So, aber jetzt machen wir uns mal auf die Socken. Wir fahren jetzt nach Bremerhaven und zurück. Wir haben, wie gesagt, 90% im Akku, 380 Kilometer Reichweite jetzt. Und dann schauen wir mal, wie sich das auf den nächsten 130 Kilometern entwickelt. Typisch Chinese ist das Fahrwerk hier doch relativ komfortabel, also das heißt relativ, es ist sehr komfortabel. Die Chinesen mögen es, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen über die Unebenheiten weggleitet. Das ist so, glaube ich, deren Steckenpferd. Und genauso ist dieser Atto 3 auch ausgelegt. Hier die Gullideckel, ja, er schwebt da quasi drüber. Ja, und unter 30 km/h haben wir hier so ein künstliches Innengeräusch. Außen ist das natürlich auch zu hören, aber auch gerade innen. Und innen finde ich es auch ein bisschen nervig, weil diese Frequenz von diesem Summen, was man hört, also für mich ist sie ein bisschen nervtötend. Zum Glück hört es sofort auf, sobald man schneller als 30 fährt. Aber unter dieser Geschwindigkeit hat man immer dieses Summen hier im Auto. Das muss doch nicht sein, oder? Ja, ich kann zwar hier Rekuperationsstufen einstellen, auf Standard oder auf High. Und High ist absolut übertrieben. Also ich habe zwar 90%, von daher wird er nicht so stark rekuperieren, aber er macht es so gut wie gar nicht. Also ich nehme Gas weg, der rollt einfach weiter und verzögert so gut wie gar nicht. Das ist echt schade. Mal sehen, ob es dann besser wird, wenn der Akkustand niedriger ist. Also Schildererkennung hat er wie gesagt auch, funktioniert auch einigermaßen. Irgendwelche Schilder werden hier im winzigen Tachodisplay angezeigt. Ich sehe die aber nur als, ja, als schemenhaftes Symbol. Welche Geschwindigkeit da drin steht, ist überhaupt nicht zu erkennen. Es ist so winzig, selbst mit Brille hat man da ein Problem, glaube ich. Ja, die Federung hier von dem Auto ist wirklich erstklassig. Also auch diese Straßenbahnschienen gerade, die hat man kaum gemerkt. Wirklich cool. Man schwebt über alle Unebenheiten. Das macht echt Spaß. Auch die Beschleunigung mit den 7,3 Sekunden, die er hier schafft, ist völlig ausreichend. Der Wagen hier hat 150 kW, 204 PS. Das reicht eigentlich für alle Gelegenheiten völlig aus. Ja, mit rekuperieren ist wirklich nicht. Man muss einfach die Bremse benutzen. Das hat sonst gar keinen Sinn. One-Pedal-Driving also null. Ja, der Anzug ist okay. Er schießt jetzt nicht gerade nach vorne. Die Kurve, die Beschleunigungskurve ist erstmal flach und wird dann immer steiler. Aber reicht wie gesagt aus. So, und bei 13 Grad und halbwegs sonnigem Wetter, also sehr, sehr ruhig heute hier alles, fahren wir jetzt gleich auf die Autobahn. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Atto 3 sich so schlägt. Ja, der Atto 3 hat auch alle modernen Assistenzsysteme, zumindest hat er einen adaptiven Tempomaten, aktiven Spurhalteassistent, funktioniert auch wunderbar, also läuft ganz gut. Allerdings kann man die Hand nicht lange vom Lenkrad loslassen, dann fängt er irgendwann an nach knapp 10 Sekunden, unter 10 Sekunden, das waren höchstens 8 Sekunden, sehr laut und nervtötend zu piepen. Ja, und bei 120 ist hier die Geräuschkulisse im Atto 3 tatsächlich deutlich angenehmer als zum Beispiel im MG4. Viel leiser. Liegt vermutlich auch an den Reifen. Wir haben ja 18 Zöller drauf, Winterreifen. Aber auch sonst so Windgeräusche kaum zu hören. Also die Dämmung, würde ich mal sagen, ist so auf dem Qualitätsniveau auch von den deutschen Autos. Problem bei dem adaptiven Tempomat ist aber eindeutig, dass ich überhaupt nicht erkennen kann, welche Geschwindigkeit ich eingestellt habe. Weil hier ist grüne Schrift auf hellblauem Hintergrund und so klein, dass ich hier zwar mit so einem Hebel die Geschwindigkeit verändern kann, aber ich kann wirklich nicht erkennen, was es ist. Wenn ich die Brille aufsetze, ja, 120 ist jetzt eingestellt. Ich meine, ich sehe das ja auch am Tacho, aber sehen ohne Brille keine Chance. Ja, und dieser Verbrauchsgraph, der hat, glaube ich, das grundsätzliche Problem, dass wenn man ihn resettet und er bezieht sich auf die letzten 50 Kilometer,
dann rechnet er den Durchschnittsverbrauch aus von dem, was er an Kilometern jetzt schon geschafft hat. Und das sind jetzt ungefähr 15, 20 Kilometer. Aber bei 30 Kilometer, die noch fehlen zu den 50, ist ja null. Und deswegen ist der Durchschnittsverbrauch auf 50 Kilometer im Moment 9,7 Kilowattstunden. Interessant. Also kompletter Software-Design-Fehler. Jedenfalls, wenn wir dann die 50 Kilometer gefahren haben, dann wird dieser Graph hier hoffentlich einigermaßen genau sein. Jetzt ist es auch gleich soweit, dass wir wieder 130 fahren können. Dann kann ich den Tempomat mal auf 130 stellen. Ist das jetzt 130? Ich würde sagen, ja, gerade so zu erkennen. Und dann Feuer frei. Ja, einer der großen Schwächen finde ich hier noch bei dem Zentraldisplay. Das finde ich total dunkel. Ich habe die Helligkeit hier auf 100% eingestellt. Aber es ist gerade jetzt bei etwas stärkerem Lichteinfall relativ dunkel. Und irgendwie kommt es mir vor, als würde es auf Nachtmodus laufen. Man kann es auch noch auf dunklen Hintergrund einstellen. Dann ist es aber noch schlimmer. Irgendwie weiß ich nicht, ob da irgendwas kaputt ist. Auf jeden Fall so dunkel wie das ist, das kann doch echt nicht normal sein. Das Tachodisplay, das kann man getrennt davon regeln, das ist viel heller. Ja, wenn man an den Windrädern sieht, haben wir so ein bisschen Rückenwind, so schräg hinten. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so leise, also auch bei 130 hier ist es hier nämlich wirklich leise in diesem Auto. Das ist sehr, sehr angenehm. Und Spitzengeschwindigkeit hat der Atto 3 hier auch, Tempo 160. Das haben sie sich wahrscheinlich auch von VW abgeguckt. Schneller fährt er nicht. Sitze sind wie gesagt sehr angenehm hier im Atto 3, also für mich genau richtig. Allerdings ein Kritikpunkt hier, die Kopfstütze. Die ist natürlich fest, kann man nicht verstellen und die ragt ein bisschen zu weit raus. Also man muss den Kopf immer so ein bisschen weit vorbeugen. Das gefällt mir nicht so. Das ist auf Dauer dann doch wieder unbequem. Man kann den Sitz natürlich neigen, das ist alles elektrisch, aber am Ende ist dann halt die Kopfstütze zu weit vorne. Ja, und so langsam nähern wir uns hier der 50 Kilometer Marke auf diesem Energy Graph. Da sieht man jetzt auch, dass wir bei 19,2 schon sind. Da fehlen noch 10 Kilometer, wo wir 0 haben. Das heißt, diese Zahl 19,2, jetzt sind wir schon 19,5, die ist natürlich noch völlig unrealistisch. Aber bald haben wir es geschafft, dann haben wir die 50 Kilometer gefahren. Und dann ist diese Durchschnittsberechnung vom Verbrauch irgendwann auch mal hoffentlich einigermaßen genau. Ja, bedingt durch das sehr komfortable Fahrwerk und die Ruhe hier im Auto ist das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Also mit dem Atto 3, da kann man, glaube ich, auch sehr gut reisen. Langstrecke, naja, muss man mal gucken, wie jetzt die Reichweite gleich sein wird. Aber das Fahren macht hier doch schon sehr viel Spaß. So, jetzt sind wir 50 Kilometer unterwegs und dieser Energiegraph ist voll ausgefüllt. Das heißt, der Durchschnittsverbrauch müsste jetzt so einigermaßen stimmen. Und da liegen wir nämlich bei 23,2. Ja, das ist nicht so besonders effizient, zumal wir auch sogar ein bisschen Rückenwind haben. Und wir haben es 15 Grad jetzt hier auf der Autobahn. Also eigentlich keine schlechten Bedingungen. So richtig kalt ist es auch nicht. Bisschen viel, finde ich, den Verbrauch. Ja, und die Restreichweite, die jetzt angezeigt wird, ist noch 290 Kilometer. Also wir haben 90 Kilometer verloren bei rund 50 Kilometer Strecke. Also das ist echt alles andere als ideal. So, da hinten ist gleich die Abfahrt. Hier machen wir die Wende und dann geht's auf die Rücktour. So, wir sind am Wendepunkt. Wir haben jetzt 22,5 Kilowattstunden. Wohlgemerkt, das ist der Durchschnittsverbrauch der letzten 50 Kilometer. Den Durchschnittsverbrauch für den gesamten Trip, ja, den zeigt dieses Auto so für mich leider nicht an. Aber was soll's, wir haben noch 274 Kilometer Restreichweite und, ja, wenn ich das mal lesen könnte, 65% im Akku. Und weiter geht's. 65%, das heißt, wir haben 25% verfahren für diese Hinfahrt. Das heißt, hin und zurück müssten es ja fast 50% sein. Bin mal gespannt, ob das hinkommt. Weil jetzt haben wir ein bisschen Gegenwind, schräg von vorne. Mal sehen, ob sich das irgendwie bemerkbar macht. Nö,
Nö, Leute, trotz ein bisschen Gegenwind ist der Verbrauch jetzt bei 22,0, allerdings auf den letzten 50 Kilometern gerechnet. Damit bin ich doch einigermaßen zufrieden, muss ich sagen. Was mir aber aufgefallen ist, dass dieser Spurhalteassistent so ein bisschen zickig ist. Also er verliert doch gerne mal die Spur und dann fängt er an abzudriften und ja, sagt einem das nicht. Ne? Er hört einfach auf zu arbeiten und dann driftet man so plötzlich nach links oder rechts und muss höllisch aufpassen. Also immer schön Hände am Lenkrad lassen. Ja, trotz Gegenwind ist es hier immer noch sehr, sehr leise. Also das ist richtig klasse. Man hört so ein bisschen Verwirbelung von der Frontscheibe, aber das war's. Also man kann sagen, dieses Auto ist super gedämmt. Reisekomfort dadurch extrem gut. So, wir sind 100 Kilometer unterwegs. Der Durchschnittsverbrauch im Moment ist 23,5, aber nur auf den letzten 50 Kilometern. Und wir haben noch 49% im Akku, 206 Kilometer Restreichweite. Also 174 verloren von der Anzeige bei 100 Kilometer Fahrt. Ja, übrigens ist das gesamte Display und die gesamte Steuerung hier im BYD Atto 3 nur auf Englisch zu bekommen im Moment. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Immerhin ist es nicht Chinesisch, das ist schon mal ein Vorteil. Aber man kann den Wagen nur auf Englisch bedienen. Also wer das nicht möchte, ich sag nur Finger weg, weil deutsche Sprache, vergiss es. Auch der Sprachassistent, wenn ich sage BYD, navigiere nach sonst wohin, versteht er nicht, ich muss das auf Englisch machen. Hey BYD. Navigate to Berlin. Ja, Berlin, Brandenburg etc. kann ich auswählen. Das geht sofort, instant. Die Steuerung ist total schnell. Ihr seht es, das ist ruckzuck, also keine 5 Sekunden. Da hat er die Strecke. Also softwaretechnisch ist das richtig genial. Wenn es das jetzt noch auf Deutsch gäbe, dann wäre ich richtig zufrieden. So, 120 Kilometer geschafft. Da hinten kommt dann gleich wieder die Abfahrt. Da fahren wir von der Autobahn runter. Da bin ich mal gespannt, welches Fazit wir ziehen können, wenn wir zu Hause angekommen sind. Ja, wir sind wieder da nach 127,9 Kilometer, wenn ich den Trip mal ausrechne. Wir sind jetzt bei 310,2, gestartet sind wir mit 182,3, macht 127,9. Wir haben jetzt noch 166 Kilometer Restreichweite und genau 40% im Akku. Das heißt, 50% Akkustand haben wir verfahren. Aber das sind also 50% für, sagen wir mal, 130 Kilometer. Das heißt, ja, 260 Kilometer. Wäre das als Gesamtreichweite, wenn wir das mal ausrechnen, so wie wir heute gefahren sind. Und die letzten 50 Kilometer liegen wir bei 23,0 Kilowattstunden. Ja, wenn ich das mal ausrechne, das heißt die 50% vom Akku, das heißt, das sind 30 Kilowattstunden, die wir verbraucht haben. Durch die 127,9, also 128 Kilometer, sind es genau 23,45 Kilowattstunden, also 23,5 rund, die wir jetzt hier auf der gesamten Strecke an Durchschnittsverbrauch hatten. Und das finde ich schon ein bisschen viel, wenn man bedenkt, wir haben es heute 15 Grad gehabt, es war sehr ruhiges Wetter, wir hatten auf der Hinfahrt Rückenwind, auf der Rückfahrt ein bisschen Gegenwind, also hat sich dann so ein bisschen wieder ausgeglichen. Also da finde ich, verbraucht der Atto 3 doch ein bisschen viel und das zusammen mit dem etwas kleineren Akku von 60 Kilowattstunden, da ist die Gesamtreichweite dann auf der Autobahn tatsächlich wahrscheinlich eher so im Bereich 250 Kilometer und wenn es noch ein bisschen kühler ist, wird es halt ein bisschen weniger. Ja, was bleibt einem übrig, wenn man 130 fährt? Ansonsten muss man eben langsamer fahren. 120 geht ja auch. Ja, solche Autos wie dieser hier, die sind natürlich nicht für die ganz großen Langstrecken konzipiert. Das sind vom Konzept her eher Autos für den urbanen Bereich, also Stadtverkehr. Und um Städte herum, sagen wir mal, 300, 400, 500 Kilometer Strecken so zurücklegen, das ist so ein bisschen ihre Stärke. Alles darüber hinaus, da muss man halt öfter nachladen. Ja, und nachladen ist das richtige Stichwort. Die Ladeleistung hier vom Atto 3. Die ist einer der großen Kritikpunkte, denn die ist auf dem Zettel nur 88 kW. Hey, das ist ja
Naja, also überhaupt nicht mehr zeitgemäß, muss ich mal sagen. Also das Doppelte hätte ich jetzt für gut befunden, wenn man bedenkt, der MG4 lädt mit über 140 kW. Ja, und das probieren wir natürlich aus. Hält er die wenigstens oder zeigt er da auch noch Schwächen? Das testen wir gleich. Dazu fahre ich den Akku noch ein bisschen runter und dann sehen wir uns gleich wieder am Schnelllader. Ja, wenn ihr mich jetzt nach meinem Fazit fragt, so komme ich eigentlich zu folgendem Ergebnis. Der Atto 3 gefällt mir eigentlich richtig gut. Ich finde die Fahreigenschaften sehr, sehr schön. Das Fahrwerk ist super ausgewogen. Der Wagen fährt sich extrem gut. Er ist sehr, sehr leise, liegt gut auf der Straße, sieht von außen meiner Meinung nach richtig gut aus. Auch von innen ist es sehr stylisch. Sie haben sich hier viel einfallen lassen, viele Ideen drin, die man sonst so nirgends sieht. Die Materialien sind zwar Kunststoff, aber wirken nicht billig. Also von daher ist es alles wunderbar. Auch das Platzangebot hier im Innenraum ist mehr als ausreichend für vier Erwachsene. Kofferraum mit 440 Liter ist auch okay. Ja, einen Frunk haben sie sich wieder mal gespart, obwohl da eigentlich noch Platz gewesen wäre. Ist aber leider nicht, so ist es nun mal. Auch die Software kann ich nur sagen, also die ist richtig geil mit Abstrichen und da komme ich dann gleich auch zu den negativen Punkten. Negative Punkte sind hier auch einige vorhanden und das schmälert so ein bisschen das Gesamtergebnis. Da ist zum einen erstmal die Ladeleistung, also mit 88 kW. Damit könnte man ja noch einigermaßen leben, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mein 60 Kilowattstunden Akku, der muss doch mindestens mit 100, 120 kW geladen werden können. Das ist doch auch technisch eigentlich drin. Warum sie das hier nicht machen? BYD hat doch eigentlich Erfahrungen mit Akkus. Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Dann die Software. Die Software ist ja eigentlich richtig cool. Die ist mega schnell, sauflüssig zu bedienen, sieht auch echt gut aus. Hat aber auch so ein paar Sachen, die einfach noch fehlen. Da ist zum einen natürlich die deutsche Sprachunterstützung. Das heißt, wer das Auto fährt, der muss halt der englischen Sprache mächtig sein. Ansonsten wird es ein bisschen umständlich. Das müssen sie unbedingt noch nachrüsten. Überhaupt so die ganzen Sachen, was die Verbrauchsanzeigen angeht, die Trip-Anzeige, das ist alles noch nicht richtig ausgereift. Von der Ladeplanung halt ganz zu schweigen. Dann hier das kleine Tacho-Display, das ist einfach viel zu winzig. Ich finde, damit kann man überhaupt nicht leben. Das müssen sie dringend ändern. Nichtsdestotrotz ist das ein grundsolides Auto und für 45.000 Euro bekommt man hier in dieser Designausstattung echt viel fürs Geld. Und wer mit den Abstrichen hier leben kann, ja, der sollte sich den Atto 3 unbedingt mal angucken. Reichweite ist wie gesagt eher was für den urbanen Bereich und für die Langstrecke lädt er einfach zu langsam. Aber wenn euch das reicht und ihr euch mit einem chinesischen Auto anfreunden könnt und wenn ihr auch diese tolle Software haben wollt, die mit Sicherheit ausbaufähig ist, ja, dann schaut ihn euch unbedingt an. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.